unglaublich, dass man einfach so rüberläuft, dass niemand mehr den Sozialismus bewacht. Ich konnte die Freiheit damals eben halt schon sehen. Ich hätte den Sand fressen mögen, weil ich es nicht geschafft habe. Um zu zeigen, dass die DDR ein Kriminalfall war, wurde für die DDR der Schmähbegriff, ich sage bewusst Schmähbegriff, von Rechtsstaat erfunden. It's a historical demonstration every year, because it's very important to know the history, our political history. Jetzt können wir hier reinschauen. Wie diese Zelle hier, so sah auch meine in der dritten Etage aus. Berührt Sie Mario Wölligs Geschichte? Nein. Ich frage mich bloß, warum er die DDR verlassen wollte. Er war so ein Machertyp. Ja, solche Männer gab es in Ostberlin nicht. Das andere, Arsch und Schwanz und so, das war alles zweitrangig. Mit 17 fand ich das natürlich die Denver klar. Meine Hoffnung ist, auf den Mann zu treffen, der mich damals festgenommen hat, der Grenzhelfer, der Kopfgeldjäger, der Deichwärter. Da steht doch drinnen, dass du homosexuell bist. Das ist wahr, oder? Ja, stimmt. Schau mal, musst du zu ihm fahren.